Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, andere Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich was erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Arilea, ich grüße dich. Das ist dein Video, dein Horoskop-Analyse. In Teil 1 habe ich erklärt, was bedeuten die 12 Häuser oder 12 Lebensbereiche. Und jetzt geht um das Wesentliche, nämlich dein Geburtshoroskop. In die Mitte erscheint dein persönlicher Schutzengel nach Kabbalah. In dem Tag, wo du geboren bist, herrscht der Engel Jehuiach, Engel der Eingeweihte. Hilft dich, Verräter zu erkennen und aus dem Weg zu gehen. Schützt dich von Feinden. Hilft dein Selbstbeherrschung und Disziplin erlernen. Zeigt dir Treue und Aufrichtigkeit, außerdem Pflichtbewusstsein. Hilft dir loslassen und etwas Neues entdecken oder viele neue Dinge entdecken in dein Leben. In diesem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Wassermann in Osthorizont aufgestiegen. Das ist dein Aszendent. Das beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst deine Persönlichkeit und so bist du auch wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Und das ist dein Lebenselixier, Freiraum, Luft zum Atmen. Die Tierkreiszeichen Wassermann betrachtet viele Dinge im Leben von oben. Das ist die Adlerblick, der Sternbild Adler steht in einer engen Verbindung zum Wassermann. Und das heißt Weitblick, die Vorausdenkende. Du ahnst auch viele Dinge in dein Leben voraus. Über diese Zeichen herrscht Saturn und Uranus und prägt auch Uranus. Und Uranus zeigt Einzigartigkeit, Außergewöhnlichkeit. Und so ist auch deine Persönlichkeit, so bist du auch wahrgenommen. Du bist einzigartig, du bist außergewöhnlich. Steh dazu, weil das entspricht deiner Natur. Im zweiten Lebensbereich sind die Werte, wertvolle Dinge im Leben in Besitz zu nehmen. Und das sind nicht immer materielle Dinge gemeint. Außerdem zeigt hier die Wertschätzung und Selbstwertgefühl natürlich auch die Finanzen. Hier sind auch die Geldscheine sichtbar. Energetisch hängt das Hand in Hand zusammen. Wenn jemand sagt, ich bin es nicht wert, ich habe das gar nicht verdient, hat auch immer weniger Geld. Wir sollen diese Sätze verändern. Wir brauchen andere Muster. Zum Beispiel verändern so, ich bin es wert, ich habe das verdient, ich habe das schon im Besitz. Hier hast du die Tierkreiszeichen Fischen. Und das prägt dein Selbstwertgefühl und die Finanzen. Und in diesem Tierkreiszeichen ist die Reichtum verborgen. Statistisch gesehen, die meisten Bankiers sind in Tierkreiszeichen Fischen geboren.
Aber wir müssen hier etwas genauer betrachten. In diesem Tierkreiszeichen sind es zwei Fische und sie schwimmen im Ozean die Gefühle, weil die Wasserelement symbolisiert unsere Gefühle. Die eine Fisch schwimmt in eine Richtung und das ist Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Selbstmitleid und das blockiert, geht nichts voran. Das könnte dich blockieren in Finanzen. Die anderen Fisch schwimmt in richtige Richtung und ist im vollen Vertrauen, dass das Wasser trägt, kann nichts passieren. Und vertraut das Fluss des Lebens. Und hier herrscht in diesem Bereich erstens Jupiter, der große Glücksplanet, zweitens Neptun. Und Neptun lässt unseren Träume leben, aber wir brauchen einen Traum, wir brauchen eine Vorstellung, wir brauchen eine Vision. Und wenn du das vertraust, wenn du diese Bilder pflegst, weil du die Aufmerksamkeit lenkst drauf, dann manifestiert sich und kommt dein Finanzen im Fluss. Der dritte Lebensbereich ist die Erinnerungen in die Schulzeit. Und das ist nicht mit deinen Noten was zu tun, sondern wie hast du das erlebt, mit welchen Gefühlen, was bleibt in Erinnerung? Hast du dich durchsetzen können oder warst du auf die Seite geschoben? Und das zieht sich wie roter Faden durch unserem Leben und später wiederkehrt die gleiche Thematik, weil das zeigt die Schule des Lebens. Wie behaupten wir uns gegen Konkurrenten, gegen Rivalen? Und nicht nur das bedeutet diesen dritten Lebensbereich, sondern Austausch von Informationen, Medien, Internet, außerdem Kontaktgespräche in vertrauten Umgebung und Verwandten, hier hast du wieder. Und das heißt, du musstest dich immer wieder durchkämpfen, damals schon in die Schule. Aber das stärkt dich. Immerhin, hier herrscht Mars. Mars ist der Herrscherplanet über wieder und Mars kann sich behaupten. Das ist das Kriegsgott Ares. Also hier lernst du in dein Leben, dich zu behaupten. Die vierten Lebensbereich ist der tiefste Punkt des Horoskopes, wenn ich die runde Format betrachte. Das vergleiche ich immer mit einem Baum. Hier ist die Wurzel des Baumes. Und das heißt, hier fühlen wir uns verwurzelt, verankert. Hier sind die Ahnen, die Traditionen, die Herkunft. Und das ist die Basis, das ist die Fundament, weil das gibt uns Halt im Leben. Und hier lernst du etwas gründen. Wie machst du die ersten Bausteine? Wie verwurzelt sich das alles? Und wo bekommen wir noch Halt? In unseren vier Wänden, unserem Zuhause, also symbolisiert auch das Zuhause. Hier hast du Stierenergie. Stier hat auch mit Finanzen was zu tun, auch mit Immobilien was zu tun. Du könntest zum Beispiel etwas gründen, was mit Immobilien was zu tun hat. Oder Inneneinrichtung, hast du auch guten Geschmack, immerhin Venus herrscht über Stier und Venus zeigt auch Kunst, Kreativität und so könnte ich auch dein Zuhause vorstellen. Aber Stier versucht etwas festzuhalten, ist eher unbeweglich und du neigst auch dazu, einen Wohnsitz zu haben, wo du bleiben möchtest. Im fünften Lebensbereich sind die Kinder, deine eigenen Kinder, Enkelkinder, aber auch dein eigenen Kindheit, dein inneren Kind. Und wir sollen unserem inneren Kind auch stärken. Immer wieder zu uns selbst sagen, ich bin so stolz auf dich.
das hast du mal richtig gut gemacht. Das stärkt uns. Die Kinder zeigen uns etwas. Sie spielen und davon können wir vieles erkennen und lernen, dass wir viele Dinge im Leben nicht allzu schwer nehmen, sondern spielerisch betrachten. Und wir können das sogar so weit vorstellen, dass unser ganzes Leben ist ein Theater. Und wir spielen. Wir suchen die Bühne aus, wir dekorieren das, wir suchen die Schauspieler aus, die Kostüme, schreiben wir die Drehbuch, führen wir die Regie und spielen wir die Hauptrolle. Und so gestalten wir unserem eigenen Leben kreativ und schöpferisch. Und das, was wir hier lernen, weil die Kinder zeigen uns, die Kinder belehren uns. Hier hast du Zwillingsenergie. Zwillinge gehört auch zum Luftelement. Befreit dich, wenn du so denkst, wenn du etwas spielerisch oder mit Humor betrachtest. In diesem Sternbild sind auch zwei Zwillinge. Und das sollen wir auch verstehen, was erzählen uns die Zwillinge. Dazu erzähle ich die klassische griechische Mythologie über die Zwillinge. Es gab eine wunderschöne Frau Leda. Und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Leda wurde schwanger, aber Leda war verheiratet mit dem König von Sparta und wurde auch schwanger und so gebar sie die beiden Zwillingen Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich, und Pollux war der Sohn von Himmelsgott Zeus, also göttlich und unsterblich. Und wo dann Castor sterben müsste, ging Pollux zu seinem Vater und sagte, er möchte auch sterben. Er will seinen Halbbruder nicht alleine lassen. Und Zeus sagte zu ihm, nein, ihr braucht nicht sterben. Ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillingen unsterblich gemacht und im Himmel gesetzt. Und so erscheinen im Himmel, sind miteinander verbunden. Und das zeigt diese Zusammengehörigkeit. Das Unsterbliche ist unsere Seele. Weil wenn wir sterben, die Seele verlässt unseren Körper, die verlässt die Erde und kehrt zum Gott zurück. Und die Seele hat die volle Bewusstsein und Gefühle und Erinnerungen. Und wenn wir zurückkehren zum Gott, dann schauen wir unserem Leben nochmal an. Und Ende des Filmes, das läuft wie ein Film, so könnten wir das mal vorstellen, fragt Gott uns, naja, wie war es, wie fühlst du dich jetzt? Wenn die Seele sagt, ja wunderbar, ich fühle mich so befreit und glücklich, dann haben wir uns von Karma befreit. Wenn aber die Seele sagt, ich habe mein Leben nochmal angeschaut und jetzt nachhinein stelle ich mir fest, ich habe gar nicht gelebt und das ist bitter. Und dann haben wir die Möglichkeit, das nochmal machen. Und die Seele macht eine Seelenreise, kehrt wieder zurück auf die Erde, wählt einen Schicksalsweg aus und dieser Weg zeigt die Geburtshoroskop, weil das ist dieser Seelenplan und das ist das Sterbliche, weil das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt und hat ein Ende, das ist unser Tod. Und das zeigen die Zwillinge, dass die Seele mit uns in Verbindung steht. Und wenn uns das bewusst ist, dann haben wir ein höheres Bewusstsein und fühlen wir uns viel leichter. Viele Dinge können viel mehr schöpferisch, kreativ, mit Leichtigkeit, spielerisch betrachten. Und das, was die Zwillinge uns belehren,
Die sechsten Lebensbereich ist die Alltag und Arbeit, außerdem Gesundheit. Hier hast du Krebsenergie. Krebs gehört zum Wasserelement und die Krebs, auch die Krebsgeborenen haben einen hervorragenden Vorteil im Leben. Sie nehmen nämlich viele Dinge mit Gefühlen wahr. Das ist wie eine so Antenne, haben sie, und sie verspüren die richtigen Momente im Leben, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Sie wissen auch, wann muss etwas geboren werden, wann ist passend aktiv zu sein und handeln, wann ist besser zurückziehen, abwarten, beobachten, die Ruhe bewahren. Krebs zeigt auch die inneren Räume, einen inneren Tempel, ein Zuhause für unsere Seele. Und wenn du das wahrnimmst und meditierst und hast die Verbindung zu deiner Seele, dann weißt du intuitiv, wie du handeln sollst. Und das kannst du im Alltag üben. Das wirkt auch heilend für deine Gesundheit. Immerhin die sechste Lebensbereich steht auch zum Gesundheit. Die Krebs zeigt etwas Familiäres. Beruflich könnte ich einen Familienbetrieb vorstellen. Also Selbstständigkeit oder einen kleineren Betrieb. Krebs hat auch mit unserem Zuhause was zu tun. Und hier bei Stier habe ich auch erwähnt, du hast diese Begabung mit Immobilien und Inneneinrichtungen in diesem Bereich arbeiten. Die Krebs bestätigt mir das auch. Wenn du betrachtest dein Aszendent, das heißt in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Wassermann in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Im selben Moment ist die Tierkreiszeichen Löwe in Westhorizont hier untergegangen wie ein Sonnenuntergang. Im Geburtsmoment sehen Sie aber, hier spiegelt sich etwas, sind im gleichen Linien. Und wir schauen in die Spiegel, weil das ist ein Spiegelblick und zeigt unserem Seelenpartner, weil hier öffnet sich den Tor zur Partnerschaft und hier hast du die Löwen. Mit Löwenenergie kannst du den Lebensbereich Liebe, Partnerschaft öffnen, erfolgreich öffnen. Und das bedeutet eine stolze, königliche Haltung. Und dieses Bewusstsein, diese Selbstdarstellung, du bist der Mittelpunkt in dein Leben. Und das, was die Löwe auch zeigt. Außerdem dein Auge. Löwe steht in Verbindung zum Auge und in Verbindung zu unserem Herzen. Weil über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne, und das ist das Licht, unserem Auge macht etwas sichtbar. Und so wie die Sonne die Zentrum unserem Sonnensystem ist, so ist die Herz die Zentrum unserem Körper und die Löwengeborenen sind die Zentrum im Menschheit. Weil die haben dieses Privileg, die wollen das auch so bewundert zu sein, im Mittelpunkt zu sein, glänzen. Das entspricht ihrer Natur, das steht denen zu. Und wenn du das aneignest und hast diese Auftreten im Lebensbereich, liebe Partnerschaft, hast du auch mehr Erfolg. In Tierkreiszeichen Jungfrau steht hier im achten Lebensbereich. Die achten Lebensbereich ist sehr schwierig zum Beschreiben. Mit einem Wort könnte ich sagen, loslassen, etwas transformieren. Und das kannst du so vorstellen. Wenn wir geboren sind, wir kommen nicht mit leeren Händen. Wir haben karmische Erinnerungen. Ich bezeichne das wie ein Rucksack. Und in diesem Rucksack ist die Vergangenheit drin.
dann beginnt unserem Leben und kommen neue Erfahrungen dazu, neue Kontakte, Erlebnisse, anderen Gefühlen. Dieser Rucksack füllt sich. Irgendwann wird das zu schwer. Wir bekommen sogar Rückenschmerzen. Und dann kann ich nur eins sagen. Pause. Mal für ein Wochenende Zeit zu nehmen, ganz bewusst diesen Rucksack anschauen, was ist alles drin, was kann ich brauchen, was kann ich nicht brauchen. Das sind Gedankenmuster, wie zum Beispiel, was ich bei zweiten Haus erwähnt habe, ich bin es nicht wert, ich kann das eh nicht, von solchen Mustern verabschieden. Und ersetzen mit anderen Gedanken. Ich bin es wert, ich schaffe das alles. Ändert sich sofort die Einstellung zu uns selbst, die Einstellung zu unserem Leben. Dann überprüfen die Kontakte. Welche Kontakte, zwischenmenschliche Kontakte, möchtest du bewahren, behüten? Und welche Kontakte möchtest du am liebsten verabschieden? Und hier lernen wir auch mal Nein zu sagen. Dann überprüfen die Gegenstände in Haus oder deine Wohnung. Was brauchst du nicht? Da mal aufräumen. Und dann kommen die Gefühle. Welchen Gefühlen sollst du befestigen? Von welchen Gefühlen sollst du verabschieden? Also Angst blockiert, Zweifel blockiert auch. Wut blockiert auch. Schuldgefühl ist auch ein Hindernis. Also von diesen Gefühlen verabschieden. Und übergehen auf den positiven Gefühlen. Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Vertrauen und Liebe, all diesen positiven Gefühlen, das befestigen. Dann kannst du feststellen, dieser Rucksack ist viel leichter und hast mehr Platz. Also das zeigt die achten Lebensbereich. Gehört aber auch hier die Tod, Todesfall. Erbschaftlichen Situation. Aber auch dieses Loslassen, das muss absterben lassen, damit etwas Neues entstehen kann. Und das ist alles Pluto-Energie und Pluto herrscht auch über die Sexualorgane, also Thema Sexualität gehört auch im achten Lebensbereich. Hier hast du Jungfrau-Energie, das heißt, das musst du in Ordnung halten. Jungfrau zeigt Sauberkeit, Ordnung und Heilung. Hier hast du die Heilenergie. Im neunten Lebensbereich ist Ausland, Auslandskontakte, Reisen, Studium, inneren Reisen, Spiritualität. Hier hast du die Waage-Energie, schöne harmonische Kontakte im Ausland, schöne Reisen, was du auch sehr angenehm empfindest und auch angenehmen Kontakte. Jetzt sind wir bei 10. Lebensbereich, das ist das höchste Punkt des Horoskopes. Hier ist die Krone des Baumes. Hier erleben wir Anerkennung, Ansehen, Öffentlichkeit. Hier leben wir unsere Berufung. Zeigt auch, wie wir unsere Ziele erreichen können. Hier hast du Skorpion-Energie. Skorpion gehört auch zum Wasserelement. Sehr geheimnisvoll. Also das wäre eine Richtung. Du brauchst auch nicht immer glänzen und im Mittelpunkt stehen. Wobei, in Liebepartnerschaft wäre das sehr wichtig, aber beruflich zum Beispiel nicht unbedingt. Da hast du Skorpion-Energie, das ist eher geheimnisvoll. Die Tierkreiszeichen Skorpion ist auch Wasserelement, also handelt sich hier um unsere Gefühle. Und die Skorpion zeigt die Wandlung, die Transformation, die alchemistischen Prozesse. Und das kann ich so beschreiben. Es gibt zwei Systeme. In einem System sind die negativen Gefühle,
in die anderen Systeme sind die positiven Gefühle. Die eine mit den anderen hat absolut nichts zu tun. Wir kennen beides, aber die eine System hat mit dem anderen System nichts zu tun. Zum negativen Gefühlen gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression, Eifersucht, Neid, Hass. Das sind die negativen Gefühle. Die positiven Gefühle sind Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Vertrauen, Mut, Hilfsbereitschaft, Zärtlichkeit und Liebe. Und diese positiven Gefühle haben eine Quelle, das ist Gott. Das ist eine göttliche Quelle. Die andere hat andere Quellen, nenne ich nicht. Also hier sind die positiven Gefühle, das ist göttlich, das ist schöpferisch. Und hier ist die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie. In dem Moment, wenn wir die Angst zulassen, bewegen wir schon im negativen Bereich. Wir kennen aber Angst, wir kennen auch Schuldgefühl, wir haben auch Zweifel, wir werden auch mal wütend sein. Jeder Mensch kennt diesen Gefühlszustand. Aber nicht aufhalten. Wir sollen lernen, da nicht aufhalten. Aber was machen wir dann, wenn die Angst da ist? Wir können das nicht einfach unter dem Teppich kehren. Es gibt zwei Methoden, die Angst trennen. Entweder lachen darüber und mit Humor nehmen. Auch mal ansprechen. Hallo, liebe Angst. Schön, dass du wieder da bist. Aber weißt du was? Ich lebe angstfrei, ich brauche dich nicht. Tschüss. Oder umdenken, sofort umdenken. Die Gefühle können wir nicht so schnell verändern, aber unserem Gedanken sofort. Unserem Gedanken, es ist nur eine Schalte, das können wir sofort verändern. Umdenken an etwas, was uns zum Lachen bringt, was uns begeistert, was uns Lebensfreude schenkt. Was passiert dann? Die Angst verschwindet. Plötzlich ist die Angst gar nicht mehr da. Und über Angst nachzudenken, das ist ein Fehler, weil dann löst Angst noch mehr Angst aus. Also gar nicht damit beschäftigen, einfach links liegen lassen. Und das ist auch ein gewisser Schutz, weil wenn wir Angst zulassen, öffnen wir Pandoras Büchse. Und in dem Moment ist eine Schalte und ein trojanisches Pferd kann immer kommen und wir rutschen in eine Opferrolle und die Täter kommt, weil ein Täter sucht die Opfer. Und wir dürfen nicht in diese Opferrolle fallen, sondern zu uns selbst bleiben, stark zu sein. Und das ist die Skorpion-Energie. Das ist diese Transformation, gleichzeitig auch Heilung, weil das passiert auch in unserem Körper. Das ist die Kundalini-Energie. Das sind zwei Schlangen-Energie. Die eine Schlange zieht die Energiefeld nach unten und blockiert, weil das ist mit Angst verbunden. Und wenn wir aber angstfrei leben, dann ändert sich die Energiefeld und übergehen wir in die zweite Schlangenenergie. Und das ist die Heilung, das was Asklepios auch zeigt, der Schlangenträger. Und das befreit, die Energie steigt nach oben und wir fühlen wir befreit. Und das ist wie Phönix aus der Asche. Und das ist diese Heilkraft, das was dieses ganze Geheimnis, was in unserem Inneren abspielt. Und das ist die innere Kraft. Das zeigt auch Pluto und auf dem Wesentlichen konzentrieren. Das ist alles hier Pluto-Energie. Sehr, sehr machtvoll. Und das führt dazu bei dir, deine Ziele zu erreichen, deine Berufung nachgehen, Erfolg haben im Leben, Anerkennung bekommen. Hier im 11. Lebensbereich ist deinen Hoffnungen und Wünsche und auch Freundschaften und ich kann dazu nur sagen, wir sollen mit unseren Wünschen auch Freundschaft schließen, aber tatsächlich zeigt auch Freundschaften,
Hier hast du Schütze-Energie. Und das hat mit Reisen was zu tun, mit Ausland was zu tun, Freundschaften im Ausland oder deine Wünsche sind im Ausland zu leben oder viel Reisen. Schütze zeigt auch Bewegung, das kann auch Sport auch sein. Schütze zeigt in eine Richtung und das ist diese Pfeil und die Richtung ist die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und spirituelle bedeutet das unsere Wünsche. Und genau hier in diesem Lebensbereich ist das sehr stark ausgeprägt. Außerdem kann bedeuten Kontakte, Verbindungen, Freundschaften im Ausland. Im 12. Lebensbereich sind die Geheimnisse des Lebens. Hier hast du Steinbock-Energie. Ist auch ein gewisser Rückzug. Steinbock zeigt, wie erreicht man die Ziele, dass man das nicht aufgibt, sondern zeigt Ausdauer und Geduld und du hast diese Kraft, deine Ziele zu erreichen, wenn du immer wieder mal zurückziehst und das alles verinnerlichen kannst. Sonne befindet sich hier im Steinbock. Für die Sonne ist das keine einfache Position. Sonne symbolisiert Vater und das ist ein Hinweis, dass du Vaterthemen hast oder eine strenge Vater. Möglich ist auch, dass du mit deinem Großvater in Verbindung stehst, weil die Steinbock zeigt auch ältere Menschen. Hier herrscht Saturn. Saturn herrscht über die tierkreiszeichnenden Steinbock und Saturn steht zum Großeltern. Also das kann auch entweder als Thematik sein oder die Strenge, was Saturn auch zeigt und das von Vater. Es ist nicht einfach, diese Sonnenposition hier im 12. Lebensbereich, weil das zeigt das Verborgenen, das Geheimnisvolle und Verborgenen. Ich könnte sagen, die Schattenseite. Und Sonne möchte aber raus von die Schattenseite. Sonne will sich zeigen. Und Sonne symbolisiert auch dein Selbst und deine Selbstdarstellung. Und es gibt immer wieder Zeit, und es kommt von Erziehung, von deiner Kindheit, wo du nicht traust, etwas zu zeigen. Du traust nicht zu, dich im Mittelpunkt zu stellen, sondern du neigst dazu, zurückziehen im 12. Lebensbereich. Das ist Rückzug, das ist Rückzug. Aber die Sonne fühlt sich da nicht wohl, weil Sonne will raus, Sonne will etwas sichtbar machen. Mond befindet sich im Wassermann. Und das bedeutet, du bist ein Tag nach Neumond geboren. Also die Neumondposition ist für dich etwas Persönliches, besonders dann, wenn Neumond vorbei ist und beginnt die zunehmende Mondphase. Das ist deine Energie. Dann hast du Kraft, etwas Neues starten, etwas Neues beginnen. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt und das haben wir Frauen auch. Mars ist eine männliche Energie, zeigt auch der Mann. Mars hast du im Stier. Stier ist gemütlich und ruhig und wenn Mars hier ist, ist nicht einfach dich durchsetzen. Weil der Impuls ist zwar da von Mars, aber die Stierenergie beruhigt sich schnell. Natürlich kann das ein Vorteil sein. Ein Vorteil, dass du ruhig handeln kannst und sorgst dafür, dass das wieder Harmonie da ist und verläuft alles friedlich. Mars bedeutet auch, du kannst deine Kraft einsetzen auf deine Wohnsituation
oder, wenn du das beruflich betrachtest, mit Immobilien zum Handeln oder Inneneinrichtung. Eine männliche Person, wenn das um die Liebe, Partnerschaft geht, gibt dir ein Zuhause, gibt dir die Halt in dein Leben. Das findest du durch diesen Mann, durch die Partnerschaft. Merkur hat einen Bezug zum Kindheit und Jugend. Und das hast du im Steinbock, hier im 12. Lebensbereich. Keine einfache Kindheit. Steinbock wirkt in ersten Lebenshälfte streng. Im zweiten Lebenshälfte unterstützt Steinbock uns sehr, sehr stark, weil hilft, unsere Ziele zu erreichen, hilft, dass wir Anerkennung bekommen, dass wir Erfolg haben im Leben, dass wir Struktur bekommen, Halt und Sicherheit. Also Steinbock ist ein Stück paradiesische Erde, das uns gelingt, in unserem Leben ein Stück Paradies erobern. Das ist Steinbock, das ist Erde. Aber in jungen Jahren, und das zeigt hier Merkur auch, ist nicht einfach. Oder das sind irgendwann welche Geheimnisse in die Familie, was noch gar nicht aufgedeckt ist, kann auch sein. Merkur hat auch einen Bezug zum Kommunikation oder in jungen Jahren auch in Verbindung steht mit Lernen und Wissen, dass du dich da sehr beengt gefühlt hast, dass du das nicht getraut hast, das zu vermitteln, was du vermitteln möchtest. Die 12. Lebensbereich ist aber sehr geheimnisvoll, weil hier ist die Weisheit, die Erkenntnisse, die Geheimnisse des Lebens zu erforschen, in die Tiefe schauen. Eine richtige Detektivarbeit oder Tiefpsychologie, das ist auch ein ganz wichtiger Bereich hier und das kann für dich dieses Talent und Fähigkeit hier ausdrücken, dass du dieses Wissen oder Weisheit hast. Jupiter befindet sich in Skorpion. Jupiter ist der große Glücksplanet. Und du hast Glück, deine Berufung zum Leben, wenn du auf deinen Gefühlen achtest. Und das ist die Transformation, was die Skorpion-Energie auch belehrt uns. Jupiter zeigt auch unserem inneren Größe, deine Talente, deine Fähigkeiten. Und hier im 10. Lebensbereich bedeutet als Berufung zum Leben. Venus ist im Wassermann. Venus ist weibliche Energie, Venus ist der Liebesplanet, aber zeigt auch unsere Weiblichkeit, unsere Einstellung zur Liebe, unserem Aussehen als Frau, bei uns Frauen. Und hier in dein Aszendent bedeutet, du bist eine schöne Frau und so bist du auch wahrgenommen, bist auch sehr gepflegt. Mond ist auch weiblichen Energie. Venus ist auch weiblich. Du hast hier in dein Aszendent und das ist dein Auftreten, das ist dein Aussehen, das ist deine Persönlichkeit sehr, sehr weiblich. Saturn ist der große Lehrmeister. Saturn beeinflusst unserem Schicksal, hütet den Karma. Und das, was ich erzählt habe, die Seele sucht einen Schicksalsweg aus. Das ist der goldene Weg. Aber wie oft gehen wir auf diesem goldenen Weg? Nur selten. Wir machen immer wieder mal Umwege im Leben, was wir später bereuen. Manchmal sind wir sogar in einer Sackgasse, wo wir einen Ausweg suchen. Und Saturn hilft uns, aus diesen Umwegen, aus dem Sackgassen raus. Also beeinflusst ganz stark unserem Schicksal, ist auch der Schicksalsplanet und belehrt uns. Saturn hast du hier im Schütze.
Deine Lernaufgabe ist, zielorientiert zu sein. Was sind die Ziele, deine Wünsche und Hoffnungen? Dann hast du das schon gelernt. Uranus bedeutet Umbrüche und Veränderungen, zeigt aber außergewöhnliche, ungewöhnliche Begegnungen, Lebensumstände. Das hast du hier in Krebs, das erlebst du im beruflichen Umfeld. Neptun lässt die Träume leben, vorausgesetzt ist, dass wir glauben daran. Neptun ist im Waage. Kreative Arbeit, das kann ein Traum sein für dich. Kunst, Kreativität oder Spiritualität, aber auch Auslandreisen, Auslandskontakte. Pluto zeigt, wie wichtig das ist, auf dem Wesentlichen konzentrieren. Pluto ist hier in Widder. Das Wesentliche ist, dass du die Prüfungen deines Lebens bestehst und dass du, wenn du Rivalen oder Konkurrenten hast, nicht davonlaufst, sondern dich behauptest mit dieser Widderenergie. Durchsetzen, das ist der Fokus. Unserem Planet Erde bewegte sich in dein Geburtsmoment im Krebs. Und das heißt, hier im Alltag und in beruflichen Situationen, hier manifestiert sich bei dir etwas. Dann haben wir die beiden Mondknoten, Rahu und Ketu. Beide zusammen bilden sich eine Drache. Und diese Drache symbolisiert erstmal die Angst, was wir bewältigen sollen. Davon erzählt die mythologische Geschichte Drachentöter, die Angstbewältigung. Und Drache zeigt unserem Karma, unserem karmischen Weg. Aber wir kennen nur einen Teil davon, weil diesen Weg sind wir schon gegangen. Das kennen wir schon. Und das ist die alte Karma, die Erinnerungen, das hast du hier in Fischen im zweiten Lebensbereich. Und das heißt, mit deinen Gefühlen umzugehen, Angst loslassen, um deinen Wert zu stehen und etwas Wertvolles in Besitz zu nehmen, das hast du schon erlebt, auch in früheren Leben. Aber was du noch nicht kennst, was ein Neuland ist und deine Seele sucht diesen Weg, weil genau diesen Weg befreit, das ist die achten Lebensbereich, das Loslassen und die Jungfrauenergie, damit hier Heilung kommt, das in Ordnung zu bringen, dein Selbstwertgefühl in Ordnung zu bringen, die Werte, die Besitz, das auch in Besitz zu nehmen, nicht nur vorstellen, sondern das wirklich in Tat auch umsetzen und das befestigen. Jungfrau ist Erdeelement, also hält etwas fest, aber viele Dinge loslassen, was dich hindert, die Stolpersteine im Leben aufräumen. Das ist dieser Rucksack zum Aufräumen und das in Heilung bringen, das ist hier dein karmischen Weg, das zeigt die aufsteigende Mondknoten oder Drachenkopf oder Rahu. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Deine Sonne ist im Steinbock. Dein Aszendent ist Wassermann, aber beide befinden sich im selben Mondhaus und das ist die Grenzgebiet. So heißt auch dieser Mondhaus Dhanishta. Dhanishta bedeutet übersetzt Grenzgebiet und es ist genau hier im Bereich zwischen Steinbock und Wassermann. Und hier dieser Mondhaus zeigt dir deine Ideen. Und das ist Wassermann-Energie, umsetzen in Tat. Und das ist die Steinbock-Energie, Ziele setzen und das nicht aufgeben, nicht davonlaufen.
und das auf den Punkt zu bringen. Dieses Mondhaus wird auch beschrieben, Nomen est Omen, darauf konzentrieren. Dein Mond befindet sich im Wassermann, hier im Aszenden, und dieser Mondhaus heißt Shatabisha. Und das bedeutet übersetzt 100 Ängste oder 100 Glück. In diesem Bereich, in Tierkreiszeichen Wassermann, sind sehr, sehr viele Glückssterne. Und du hast dieses Glück in dein Leben, gehört zu dir persönlich, du bist ein Kind davon. Aber wenn die Angst da ist, es blockiert, ein glückliches Leben zu leben, das heißt Angstbefreiung und dann kommt auch das Glück, 100 Glück. Mars im Stier befindet sich im Mondhaus Kritika und das steht in Verbindung zum Plejaden. Es gibt die Plejaden und die Hyaden. Das sind die Regengeschwister. Und sie bilden sich ein Tor. Ein Tor, und dieses Tor heißt das goldene Tor, die Ekliptik. Und genau davon erzählt uns das Märchen Frau Holle. Wir marschieren dadurch. Und das ist deine Mars-Energie, deine Kraft, wie du dich behauptest im Leben. Du gehst mit diesem Mars-Energie durch diesem Tor. Und du entscheidest, welche Einstellung hast im Leben. Bist du die Goldmarie oder bist du die Pechmarie? Bist du optimistisch oder bist du pessimistisch? Bist du die Verlierer im Leben oder bist du die Gewinner im Leben? Und wenn du die richtige Einstellung hast und bist von dir selbst überzeugt, dass du dich behaupten kannst, da regnet hier Gold. Merkur befindet sich im Steinbock, aber im anderen Mondhaus als die Sonne. Und dieser Mondhaus heißt Shravana, steht in Verbindung zum Sternbild Adler. Und das ist das Adlerblick, die Zeit vorausdenkende. Und dieses Talent, diese Begabung, diese Weisheit hast du in dir. Jupiter befindet sich in Skorpion, hier oben. Jupiter im Mondhaus Anuradha. Und das bedeutet Glück, die Glücksgeborenen. Die indischen Astrologen sagen Anuradha, oder wenn Anuradha einen Einfluss hat auf dem Horoskop, auf Elefanten reiten. Und Elefant ist erstens ein Glückssymbol, zweitens ist Symbol für Wohlstand. Und das heißt hier in Berufung, im richtigen Weg, im richtigen Berufung. Venus befindet sich im Wassermann und dieses Mondhaus ist auch Shatabisha, dasselbe wie bei Mond, 100 Ängste, 100 Glück. Saturn befindet sich hier im Schütze, Mondhaus Mula. Und hier Saturn zeigt die Lernaufgabe. Mula bedeutet die Zentrum. Die Zentrum, die Fokus in deinem Leben ist deine Wünsche zu verwirklichen. Uranus ist im Krebs, befindet sich im Mondhaus Ashlesha. Ashlesha ist die Schlangenenergie, die Kundalini-Energie, das, was ich bei Skorpion erzählt habe. Und hier bei Krebs, natürlich handelt es sich auch um unsere Gefühle. Krebs ist auch Wasserelement. Und das Verinnerlichen, dass du diese inneren Kraft verspürst, raus aus negativen Gefühlen, übergehen auf positiven Gefühlen. Und dieser Mondhaus bedeutet auch trennen, befestigen, trennen, befestigen. Und das erlebst du hier in Arbeit, in deiner beruflichen Situation. Befestige das, was für dich wertvoll ist und das, was du nicht brauchst, davon halt trennen. Neptun befindet sich im Waage
hier. Und das ist auch eine spirituelle Reise, entweder Ausland oder eine spirituelle Reise. Und dieser Mondhaus heißt Svati, das kommt von Sanskrit und bedeutet übersetzt Sva selbst, Ati Seele. Leb dein Selbst, leb deine Seele. Und dieser Mondhaus wird beeinflusst von Kreuz des Südens. Dieses Stammbild befindet sich im Südhalbkugel und hier befindet sich auch die Südpol. Und Südpol dient zum Orientierung. Und du brauchst Orientierung im Leben. Und dieses Stammbild steht in Verbindung zum Spiritualität. Das könnte eine Richtung sein. Pluto befindet sich im Löwe. Ist mir gerade hier aufgefallen, ich habe das nicht zum Löwe, sondern zum Widder gestellt. Also sorry, das muss ich korrigieren. Diese Pluto-Energie wirkt nicht im dritten Lebensbereich, sondern wirkt im siebten Lebensbereich. Immerhin ist Feuerelement, also Ähnlichkeit durch dieses Feuerelement gibt schon. Du sollst diese Begeisterung leben, mutig zu sein, Kraft zu zeigen. Ich habe zwar beschrieben im dritten Lebensbereich, dich zu behaupten gegen Konkurrenten und Rivalinnen. Das war eine falsche Aussage, ich sehe gerade in meiner Notiz. Sondern Pluto ist hier im Löwe. Und Pluto im Löwe wirkt auf die Liebepartnerschaft und da ist wichtig zu dein Selbst konzentrieren und von dir selbst überzeugt zu sein, das nicht aufgeben, nicht aufopfern, weil das ist die Energie, dass du die Liebepartnerschaft leben kannst. Außerdem, Pluto herrscht über Thema Intimität, also das ist auch ein Bereich, was du frei, unbeschwert leben sollst in die Liebepartnerschaft. Aber die Hauptgedanke ist bei mir eher bei diesem Pluto-Energie, dein inneren Kraft verspüren, das ist die Überzeugungskraft, auf dem Wesentlichen konzentrieren und das bist du selbst. Löwe zeigt diese Selbstdarstellung, dieses Selbstbild. Die Verbindungen, aber bevor ich noch die Verbindungen erwähne, Pluto steht im Mondhaus Makha. Und Makha wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist eine von den königlichen Sternen, der Stern der Könige. Und das ist diese königliche stolze Haltung, was du hier brauchst, glücklich zu sein in die Liebepartnerschaft, dass du auch Respekt, Anerkennung bekommst. Regulus befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe, das ist das Herz der Löwe. Also dieser Mann, diese Liebe berührt ganz tief dein Herz oder du berührst sein Herz. Das ist immerhin ein Geben und Nehmen. Und jetzt die Verbindungen. Mond und Neptun steht in einer harmonischen Verbindung. Mond, Neptun. Wassermann, Waage, zwei Luftelementen, die harmonisieren miteinander und das ist deine künstlerische Begabung, deine Kreativität, deine Träume. Saturn steht mit Pluto auch in eine sehr schöne Verbindung. Saturn im Schütze, Pluto im Löwe verbindet sich zwei Feuerelemente, die harmonisieren auch. Das heißt, wenn du deine Wünsche lebst, wenn du das zulässt, ohne Ängste, dann bist du
glücklich, weil deine Träume werden wahr, dein Wunsch wird in Erfüllung gehen und das erlebst du in die Liebe Partnerschaft. Mars und Jupiter stehen gegenüber, Mars, Jupiter, und das muss immer ausgleichen, ausbalancieren. Möchtest dich verwirklichen in deiner Berufung oder lieber zu Hause sein und mit diesem Mann das Leben genießen, bequem machen? Das ist immer eine Herausforderung und das muss abwiegen, ausgleichen, ausbalancieren. Hier brauchst du im inneren Gleichgewicht. Zu Hause die Bequemlichkeit oder dich einsetzen in deiner Berufung zum Leben oder in die Öffentlichkeit zu gehen. Liebe Arelia, so könnte ich dein Horoskop beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.